Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal wieder eine Folge, mein erstes Mal mit. Das ist ja meine Rubrik, wo ich euch immer irgendeinen Charakter nehme und euch zeige, wie meine ersten Berührungen mit ihm waren. Also was war das erste oder der erste Comic über diese Figur oder in welchem Comic habe ich ihn als Zweitstory kennengelernt. Und diesmal ist diese Folge praktisch in zweierlei Hinsicht wichtig, weil das ist einmal mein erstes Mal mit Superman. Und wenn wir über mein erstes Mal mit Superman sprechen, dann bedeutet das gleichzeitig in meinem Fall mein erstes Mal mit Superhelden. Weil mein erstes Superman-Comic war auch mein erster Comic, den ich je im Bereich Superhelden gelesen habe. Vorher natürlich Mickey Mouse und solche Sachen gelesen und lustige Taschenbücher, aber im Bereich Superhelden war das mein erster Comic. Und das müsste so im Jahre 1983 gewesen sein. Oder 84, 83, nee, ich glaube 83 war das auch, wo ich meinen ersten Superhelden-Comic von meiner Mutter damals gekauft bekommen habe. Die dann sagte, ja, hab einen Comic für dich. Ja, wusste nicht, was er damit anrichtet. Ja, die Rede ist hier vom ersten Superman-Superband von E. Harper. Da hatte ich euch ja schon mal im Zuge meiner Sammlung vorgestellt. Die Reihe, die ich ja bis auf eine Ausgabe fast komplett habe. Ja, das war der erste Superband. Hier sogar Erstauflage mit 100 Seiten. Die späteren Auflagen hatten dann nur noch 80 Seiten, weil da eine Story fehlt. Ja, auf jeden Fall super, super Sache. Hat mich so in diese DC-Sache reingebracht. Marvel kam ja später für mich. Ist auch eine gute Möglichkeit gewesen einzusteigen, weil nicht nur, weil hier erster Superband steht, das bedeutet ja noch nicht, dass hier irgendein Heft Nummer 1 drin ist, ist es nämlich gar nicht. Hier sind ja so ein paar Action-Comics-Ausgaben und auf jeden Fall auch US-Superman Volume 1. Ich glaube sogar die 140 oder so ist das hier drin. Das ist ja mittendrin. Aber in dieser besagten Ausgabe, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube es ist die 140 von US-Superman, wurde die Origin-Story des Silver Age-Superman, also in den 60ern, der 50er und 60er Jahre, des Superman wurde da hier erzählt, sodass ich die ersten Kapitel, hier heißt es eben die Superman-Story, sodass ich die ersten, also ihn direkt kennenlernen konnte und damit praktisch super einsteigen konnte. Wir lernen ihn hier kennen, wie er von Krypton, natürlich auf dem Erde landet und so weiter und so fort. Dann geht es sogar weiter, wie er nach später erwachsen ist, oder erstmal geht er studieren, dann geht er nach Metropolis. Das lernen wir hier alles kennen. Dann viele Storys hier in so, ja, wie soll ich es sagen, das erste Mal zum Beispiel mit rotem Kryptonit. Das waren eben, die hatten damals in diesen einigen Ausgaben eben so viele Storys nochmal neu aufgelegt oder moderner in dem damaligen Fall erzählt. Wir sehen hier auch ein Abenteuer zusammen mit Batman. Wir sehen ja, das mit diesem roten Kryptonit, wir lernen Lex Luthor kennen, wir lernen einfach all die wichtigen Personen kennen, sodass das tatsächlich so ein Einsteigerband ist. Hier sogar Terra Man kommt sogar drin vor, den kennt man heute, glaube ich, gar nicht mehr. Ja, das war ein super Ding. Hier, wie gesagt, das habe ich gesucht. Mit Batman und so. Man kann sagen, deswegen sage ich auch immer, ich habe ja wie gesagt in den 80ern angefangen. Ich spreche aber viel von Storys der 70er aus meiner Kindheit oder Storys der 60er aus meiner Kindheit.
Ich bin noch nicht so alt, dass ich in den 60ern oder die 70er groß mitgemacht habe oder die 60er mitgemacht habe. Aber die Storys, die mir damals zuerst präsentiert wurden, wie in diesem ersten Superman-Superband, das sind eben Storys aus den 60er Jahren. Und in den moderneren Superbänden oder den darauffolgenden Nummern ging es dann später in die 70er Jahre, sodass ich eigentlich mit den 60er und 70er Jahre-Stories zum Teil aufgewachsen bin, wovon ich die 70er Jahre-Stories auch vom Artwork her viel besser finde. Auch damals schon. Aber das ist eine super Sache und war für mich ein Einstieg. Und was ich eigentlich mit solchen Videos hier erreichen will, ist einfach eben, um das festzuhalten, was waren meine Einstiege. Ja, und natürlich, um von euch zu wissen, wie war das eigentlich bei euch? Welcher war euer erstes Superman-Comic, wenn ihr schon mal Superman gelesen habt? Das gilt natürlich nur für die Leute, die es schon mal gelesen haben. Welches war euer erster Superman-Comic? Aus welchem Jahr, Verlag und so weiter? Wie ist es dazu gekommen? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und wie seid ihr überhaupt zu Superhelden gekommen? War es Superman auch bei euch der Einstieg? Oder war es Spider-Man oder was weiß ich? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Ja, wenn euch das kleine Video für zwischendurch wieder unterhalten hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und hoffe demnächst noch mehr von diesen mein erstes Mal mitmachen zu können. Und dann kommen natürlich noch weitere Charaktere dran. Zwei Folgen gibt es davon ja schon. Ja, und dann sage ich mal, wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Bis dann. Ciao.